Hey Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu The Sunnert. Ich war gerade noch mal kurz oben und habe noch mal die Notiz von Daud einfach geholt, damit die eingetragen ist, weil die habe ich nämlich gerade wieder vergessen, weil wir da laden mussten, weil ich so dumm bin. Ja. So. Ja, Ziel verschont, Daud. Ja, wir sagen, dass ich den verschont habe. Ich könnte jederzeit zurückgehen, ne? Und den noch ordentlich eins überbraten hier. Oh Gott, wo sind wir denn hier gelandet, ey? Das sieht tot aus. Einfach tot. Überwinde die Quarantänesperre und verlasse den überschwemmten Bezirk. Ratschor-Tor. Okay. Schlüssel haben wir natürlich. Ja, Daud war natürlich jetzt wirklich verschont. Ja, wie gesagt, ich wollte einfach nicht auf blutig durch, habe ich am Anfang schon gesagt. Und dann zähle ich das auch dazu. Klar, der ist an sich jetzt hart verschont, denn er hat nicht mal irgendwie wirklich einen Rückschlag oder so jetzt. Eigentlich gar nicht, außer dass ich ihm alles seine Sachen geklaut habe. Aber es ist, glaube ich, nicht besonders schlimm. Oh. Stimmt, den Level gibt es ja auch noch. Ja, aber wie ich schon gesagt habe. Ach du Scheiße. Heilige. Oh, das ist lecker. Oh, meine Fresse. Nee, aber wie ich schon in der letzten Folge gesagt habe, ich bin der Meinung, Emily wird natürlich jetzt an die Macht kommen. Und wenn alles glatt läuft, versteht sich. Und dann hat so jemand wie Daud normalerweise auch nichts mehr zu sagen. Beziehungsweise zu sagen hat er sowieso nichts. Ist einfach ein Auftragskiller. Aber ich meine, ohne jemanden, der ihm einen Auftrag gibt, wird schwierig. Ich glaube, ich kann. Nichts sehen. Ich muss in einem Keller sein. Es gibt kein Krankenhaus, das sagte ich doch. Treiben Sie die Leute zusammen, weil es ein Heilmittel gibt? Es sind Stadtwachen. Die sollten doch die Leute beschützen. Das haben sie. Sie beschützen die Gesunden vor Leuten wie uns, den Kranken. Mir geht es nicht so schlecht. Manche Leute überleben es, richtig? Oder nicht? Einer von tausend. Wahrscheinlich 10.000. Das Risiko gehe ich ein. Wenn ich hier rauskomme. Oh Mann. Und es mir besser geht, werde ich mein Leben ändern. Ein Neubeginn. Ganz von vorn. Oh Mann. Mach's gut, mein Junge. Seltsam. Sie sehen nicht krank aus. Sie sind kein Opfer und keine Wache. Vielleicht ein Geist aus dem großen Nichts? Alle paar Minuten kommt ein neuer Wagen. Wie viele wohl gestorben sind? Man sagt, ein Drittel der Stadt. Ich wollte es nicht glauben. Doch dann sah ich selbst den Leichenberg. Sie haben uns einfach draufgeworfen. Ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Ich weiß, warum Sie es tun. Aber ich wollte zu Hause sterben. Oh Mann, ey. Das kann einem schon so ein bisschen nahe gehen, sowas, ne? Meine Güte. Oh Mann. Ja, und da kommt der nächste Wagen. Boah, Alter. Ja, ich glaube, ein Drittel der Stadt könnte womöglich hinkommen. Wobei ich glaube, dass das noch recht positiv gerechnet ist. Oh Mann, das ist echt traurig. Und das alles nur wegen so einer Scheiße, die der Lordregent veranstaltet hat, hier Ratten einzuschleusen, damit die Leute sich erkranken. Boah, ey, das. Boah. Deswegen sterben so viele Leute. Ich meine, das ist genau das, was er wollte, ne? Also gut, was heißt, das ist genau das, was er wollte. Ich weiß nicht, ob er sich das so vorgestellt hätte. Aber, naja. Boah, es ist richtig assi einfach. Das ist richtig assi einfach. Ja, da hinten sind Wohnungen. Oh Mann, ey.
das ist echt assi. Hier sieht es nicht besonders weitergierig aus. Dann gehe ich erstmal hier die Treppe hoch. Okay. Wir müssen nur aufspringen und damit wegfahren. Tolle Idee, Mann. Und was ist mit der Lichtwand am Rothschild? Hä? Ihr könnt ruhig weiterreden. Komm, ich lade das nochmal, dass ich das Gespräch nochmal höre. Und warte einfach kurz. Ich kann diese Warterei nicht mehr ertragen. Die solchen Karren kommen jetzt alle paar Minuten. Wir müssen nur aufspringen und damit wegfahren. Tolle Idee, Mann. Und was ist mit der Lichtwand am Rothschild Gate? Werden gerastet. Darüber können wir uns Sorgen machen, wenn wir da sind. Du hast noch keine besseren Ideen gehabt. Weil du nicht richtig zuhörst. Diese Tollboys warten nur darauf, zuzuschlagen. Wir schalten die Flutlichter ein und sie gehen auf die Jagd nach solchen Opfern. Und wir sind durch. Und töten ein Dutzend Menschen? Ich habe nicht vor, Menschen zu töten. Denk doch mal nach, Mensch. Wir müssen uns entscheiden. Der Typ mit der Maske kam den ausgetrockneten Kanal hoch, das Gebiet der Walfänge. Nicht gut. Schon gut, schon gut. Wir stellen besser erstmal sicher, dass der Fluchtweg frei ist. Ich will ja nicht ertappt werden. Mir egal, ob ich eine Hose trage, solange ich hier rauskomme. Okay. So. Den bräuchte ich mal. Danke. Lagerhausschlüssel, okay. Da ist doch an sich eine schöne Aussicht hier, nicht wahr? Tja. Hi. Weiß nicht, warum ich mit denen nicht reden kann. Tja. Okay. Boah, Alter! Alter! Habt ihr das gesehen? Tritt der mich eigentlich auch? Hi! Hä? Okay. Okay, warte, da können wir das gleich nochmal machen. Komm mal her. Oh, Mann, das hätte ich die ganze Zeit so gut brauchen können, ey. Mann, 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 Mann. Oh. Das fühlt sich so genial an mit dem Knochenartefakt. Das ist wirklich... Ganz ehrlich, wenn du auf Stealth... Oh. Wenn du auf Stealth spielst, dann ist das wirklich das geilste Knochenartefakt, was es nur gibt, ey. Und haben wir hier nicht gerade eigentlich ein Gespräch getriggert? Na. So, da waren noch Türen. Hier, guck mal. Ah. Ein Brief an Ferg. Hey Ferg. Noch ein Ratschlag zu deinen gierigen kleinen Schatzsuchen im überschwemmten Bezirk. Wenn du dich verirrt hast und der einzige... Wenn du dich verirrt hast und der einzige Ausweg das Rutschot-Tor ist, wird dir dieses Werkzeug helfen. Wenn du durch die Türen gelangst, findest du den Schaltkreis für die Lichtwand, gleich auf der anderen Seite. Am besten komme ich mit, dann kümmere ich mich um die komplizierten Dinge. Craigie. Craigie. Das können wir natürlich nicht mitnehmen, haben wir natürlich genug. Ist eine Möglichkeit, eine Lichtwand zu umgehen, aber ich bin dann doch eher für die Möglichkeit, einfach den Walöltank rauszunehmen. Halt ich für klüger. So. Ne, den Walöltank. Jo. Wollte das einfach nur mal verdeutlichen. So. Ja, mach hier mal zu. Zack. So, da hinten. Warte mal, ne, da hinten ist nur hier, ne? Ja, klar.
Hier geht's nur hierhin. Alles klar. Aber da... Ach ja, warte, da hinten. Ja, da waren noch Wohnungen. Ja, nee, die können wir nicht auslassen, ne? Alles wichtig. Geht's hier auf einem Balkon oder so? Da geht's überhaupt nicht raus. Scheiße. Scheiße. Da muss ich wohl nochmal kurz zurück. Das war also wirklich der falsche Weg. Da müssen wir wohl da unten rumgehen. Na, jetzt sitzt er da. Kann ich mich mit dem unterhalten? Oh. Oh, nee. Jetzt hat es den auch erwischt, oder was? Er ist nur bewusstlos. Vermutlich, weil es ihm so schlecht geht. Oh, Mann. So, hier sieht mich ja niemand, ne? Okay. Ach, über mir. Okay. Achso. Warte mal, ich glaube aber, dass die... Ja. Hau ab! Zurück, was bist du? Bist du eine neue Wache? Nein. So wie ein Tallboy? Kann nicht sein. Vielleicht ein Arzt? Leider nicht. Spaß. Vielleicht ein Attentäter? Ja! Auf der Durchreise, wie? Mhm. Wolltest du auf dem Seuchenwagen mitfahren? Na, vielleicht. Das probieren immer wieder ein paar. Und dann fallen sie runter und brechen sich den Hals. Doch das wird dich nicht davon abhalten. Fast geschafft. Es ist ziemlich einfach, von hier auf die Dächer zu kommen. Wirst du sehen. Was willst du von mir? Mich ausrauben? Nö. Dich mit mir im Heu wälzen? Oder vielleicht doch. Mich retten? Ich gehe nirgendwo hin. Ich bin hier ganz alleine hergekommen. Und ich werde hier bleiben. Denkst du, da draußen ist es besser? Ich sage es dir nur ungern, aber so sieht's nun mal aus. Das, was du hier siehst, das ist Dunwall. Der überschwemmte Bezirk, der Bezirk der Reichen. Bald wird alles so aussehen. Na, hab mal Hoffnung, Mädchen. Musst du nicht auf einen Seuchenwagen springen? Och du, ich hab Zeit. So, ich will mal nicht dein Essen klauen hier. Brief an Alpha. Liebste Alpha, es macht uns nichts aus, dass du krank bist. Bitte komm nach Hause, wir kümmern uns um dich. Ich habe keine Angst. Deine Schwester hat mir verraten, dass du dich im überschwemmten Bezirk verstecken willst, um dort für dich alleine zu sterben. Bitte tu uns das nicht an. Bitte, ich liebe dich. Tja, es gibt Hoffnung. Vielleicht, ich meine, die macht jetzt keinen so kranken Eindruck. Man weiß es nicht. Was steht denn da? You cannot kill the red plague. Ja, vermutlich war. Vielleicht aber doch. The outsider walks among us. Ah, ja. Hast du Schlüssel dabei? Nee, ne? Nee. So, das ist mich natürlich auch immer nicht wegklauen, dass hier auch so schön bewacht wird von diesen reichlichen Mücken. So. Ja, dann hätten wir die Wohnungen dann auch durchsucht. Da ist allerdings... Warte mal. Wo sind wir hier genau? Aha. Ist da was drin? Ja, das sieht mau aus, ehrlich gesagt. Okay. Hier scheint soweit nichts zu sein. Dann, Zack. Ja, komm, weißt du. Scheiß drauf. Gibt's genug. Oh, da sind wir leicht runtergefallen. Ach so, die Tür ist nicht begehbar. Alles klar. So, aber da müssen wir ja eh hin. So, das heißt, wir müssen vielleicht wirklich auf den Seuchenwagen, um hier rauszukommen. Ist das die Möglichkeit, oder? Warte, wir können ja jetzt erstmal hier hoch, ne? Und dann ging es da ja irgendwie über den Balkon. Oh, mich fuckt das immer noch so ab mit dem Knochenartefakt, ne? Warte mal. Oh.
Oh, warte mal, war ich jetzt da hinten? Nee. War nur da gerade. Ach, verdammt. Ja, das war ja mal wieder. Hätte mal wieder nicht klüger sein können, aber hey, guck mal. Wir sind genau richtig. Da sollte ich doch nochmal kurz schauen. Ach so, warte mal. Oh! Ja. Hä? Wie komme ich denn da aufs Dach? Und da liegt auch noch ein Knochen. Ja, was ist denn das immer mit mir, ey? Ich muss mich echt genau umgucken, habe ich das Gefühl. Ich spiele nicht aufmerksam genug. Okay, also, wie kommen wir da aufs Dach? Also, das frage ich mich aber jetzt echt, ne? Da unten gibt es natürlich auch noch etwas. Aber die Frage ist, was? You cannot kill the red black. Oh. Ja, ich glaube, außer toten Weinern gibt es ja nicht viel. Ah, naja, es gibt ein bisschen was. So. Dann gehe ich mal da rein. Das ist ja... Ach nee, warte mal, das ist ja gar nicht die Wohnung, wo wir waren. Ach so. Hm. Okay. Fraglich bleibt trotzdem, wie wir aufs Dach kommen. Da hinten werden wir bestimmt nicht hinkommen. Ja. Huch, hä? Wo ist denn... Ach, da. Komm ich da vielleicht hoch? Warte, ich... Ach so, ne. Verwirrend. Ah, warte mal, hier vielleicht. So, ne. Nicht so ganz. Nicht so... Ach so! Das ist mal wieder sehr aufmerksam gewesen jetzt, ne? Gut, dass ich das gesehen habe. Ich wäre da jetzt einfach weggegangen. Wenn ich das nicht gesehen hätte, dann hätte ich das überhaupt nicht mehr entdeckt und hätte nicht rausgefunden, wie ich hier hochkomme. Warte mal. Das war jetzt nur das Essen da unten. Naja, das war nur das Essen. Okay. Okay. Ja, die Bilder sind, glaube ich, nicht mehr allzu viel wert einfach. So. Okay. Hilfe. Alright. Hier geht es dahin. Ja. Nun. Gut. Komme ich denn von hier drin noch? Ach so. Halt. Ich speichere auch gerade erstmal. Ach so, warte mal. Kann ich die Tür hier etwa... Ja, ich... Hier kann ich die Tür auch... Ach so. Ja, es hat natürlich alles relativ wenig Sinn, wenn das alles einfach Türen sind, die, Huch, ach so, ne, hier sind wir doch schon richtig. Die sich mehr oder weniger... Die einfach mehr oder weniger gar nichts bringen. Hier ist ja auch nicht der Balkon. Hätten wir das nicht irgendwie auf dem Balkon, die, das Knochenartefakt? Nee. Ach doch, ja genau, auf dem Ding da. Ja, das hatte ich gesehen, okay. Hier ist das also. No one will keep us from death. Ja, warte mal ab. Warte mal ab. Ja, okay, euch vielleicht nicht, ne? Muss man natürlich zugeben. Ach so, hä? Ach nee, das Knochenartefakt war da hinten irgendwo, ja. Ja, in die Richtung bin ich auch einfach mal nicht gegangen, wo ich hierher kam, ne? Glaube ich. So. Gibt es jetzt eine Abkürzung hier? Ja, das bietet sich schon mal an. So. Ja, sehr schön. Direkt speichern. Und jetzt noch einmal. So. Zack. Ja. Alles noch im grünen Bereich. So. Irgendwo da hinten liegt das Artefakt. Ich sollte auch in Zukunft... was heißt in Zukunft... So lange wird das Spiel nicht mehr gehen, aber ich hätte eigentlich mal bei jedem, immer wenn ich hier in den reinkomme, direkt mal das Herz in die Hand nehmen. Das wäre eigentlich sinnvoll. Verstärkte Bolzen. So. Jetzt bin ich ja zufrieden an sich, ne? In Gegnern steckende Bolzen gehen seltener kaputt. Boah. Zählt das zufällig auch für Betäubungsbolzen? Ja, wahrscheinlich nicht. Hm. Ja, komm.
Ich werde es einfach mal equippen. Ich habe keine Ahnung, ob ich das wirklich brauche oder nicht. Also für Betäubungsbolzen versteht sich, weil die anderen Bolzen, ganz ehrlich, ja, die brauchen wir irgendwie nicht so wirklich. Nicht so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe, aber naja. So, jetzt geht's dann tatsächlich mal weiter, habe ich gesagt. Und zwar da lang, wo ich jetzt eigentlich schon vor Ewigkeiten hin wollte, bis ich wieder gemerkt habe, hey, guck mal, ist das Level wieder mal nicht richtig angesehen. Das fällt mir sehr oft auf in dem Spiel irgendwie. Ich weiß nicht, was das soll. So. Aber hier werde ich erstmal einen kleinen Cut machen und mich für die Folge verabschieden. Ciao.